Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir danken dir. Halleluja. Liebst du den Heiligen Geist? Liebst du es, geführt zu sein vom Heiligen Geist? Er tut uns so gut. Halleluja. Weißt du, er ist Gott hier auf der Erde, der Heilige Geist. Er ist genauso Gott wie der Vater, genauso Gott wie Jesus. Aber er ist hier auf der Erde, um Jesus uns nahe zu bringen, um den Vater vorzustellen, um die Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Erde zu verbreiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn ehren. Halleluja. Oh, wir ehren dich, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du hier bist heute Morgen, Herr. Wir danken dir, dass du uns das Wort Gottes aufschließt, weil ohne dich können wir das Wort Gottes gar nicht verstehen, Herr. Ohne dich, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, heißt es in 1. Korinther 2, aber der Geistliche beurteilt alles und somit ist es an dir, Heiliger Geist, uns das Wort Gottes aufzuschließen heute Morgen. Und das wollen wir erleben, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt, Herr, und dass dein Wort ausgeht von hier, Herr, nicht nur als Worte, Herr, sondern wie es heißt in 1. Korinther 2, Vers 4, in Kraft. Sag mal, in Kraft. Sag mal so, wie wenn die Kraft schon ein bisschen bei dir angekommen wäre. In Kraft. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte gern heute Morgen mit euch in einen Text reingehen und den wirklich so ein bisschen Vers für Vers durchschauen. Und ihr werdet dann gleich sehen, in welche Richtung das geht. Und zwar Johannes 15, Vers 9 bis 17. Da heißt es, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Halleluja. Jesus hat mit anderen Worten die Liebe, die er vom Vater bekommen hat, an uns weitergegeben. Das ist schon mal der Hammer. Ja? Die Liebe, die Jesus vom Vater empfangen hat, hat er uns weitergegeben. Halleluja. Ach übrigens, ich habe vergessen, den Witz weiterzugeben, den ich heute Morgen noch weitergeben wollte, fällt mir gerade ein. Halleluja, da gibt es noch einen guten Witz und zwar von den Wissenschaftlern, die sich treffen, wissenschaftliches Symposium. Und die Wissenschaftler reden so untereinander und sagen so, ihr Lieben, wir sagen so zueinander, ja, wir sind jetzt ja so weit schon fortgeschritten mit unseren Erkenntnissen und mit unseren Erfindungen und was wir schon alles können und machen können. Ich glaube, Gott kann jetzt abtreten, ja, sagen die. Und dann sagt der eine Wissenschaftler, sagt dann, okay, wer geht zu ihm und sagt zu ihm? Und dann wählen Sie sich einen Wissenschaftler aus, der zu Gott geht und der Wissenschaftler geht zu Gott und sagt, also Gott, du weißt ja, was wir schon alles inzwischen können, wir können sogar schon Menschen klonen, also wir können so viele wundersame Dinge tun, wir brauchen dich nicht mehr, du kannst abtreten. Ja. Und Gott hört sich das so alles ganz geduldig und gutmütig an und dann sagt er, sagt zum Schluss dann, okay, wie wäre es mit einem Wettbewerb im Menschenmachen? Sagt der Wissenschaftler, okay, kein Problem. Sagt Gott, ja, wir machen es auf meine Art und Weise. Also so wie ich es damals am Anfang gemacht habe. Sagt der Wissenschaftler, kein Problem. Schnappt sich Lehm vom Boden, na, nimmt ihn in die Hand. Gott stoppt ihn und sagt, Moment, das gilt nicht. Du musst dir deinen eigenen Lehm besorgen. Halleluja, okay. Das heißt, ganz egal, was die Menschheit alles machen und bauen und tun und machen kann, im Endeffekt jedenfalls all der Stoff, aus dem es ist, den hat Gott geschaffen. Halleluja. Und somit braucht man ihn immer noch. Okay, und jetzt geht's weiter im Wort Gottes. Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, sagt Jesus. Also dieselbe Liebe, die er vom Vater empfangen hat, hat er uns weitergegeben. Und dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Okay? Und jetzt im nächsten Vers, Vers 10, sagt er uns, wie wir in seiner Liebe bleiben. Er sagt nämlich, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Und jetzt fragst du dich natürlich sofort, wenn du das so liest, bis zu diesem Punkt liest, dann fragst du dich natürlich sofort, okay, welche Gebote sind es jetzt, die ich halten muss, damit ich in seiner Liebe bleibe? Die Sache ist ganz einfach. Er sagt hinterher, was sein Gebot ist, das wir halten müssen. Und das ist Vers 12, da sagt nämlich, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Mit anderen Worten, das Gebot von Jesus, das neue Gebot, Johannes 13, 34 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch und das ist, dass ihr einander liebt. Und in Matthäus 22, Vers 37 wird Jesus gefragt, was ist das größte und wichtigste Gebot? Mit anderen Worten, man könnte sagen, was ist das Gebot, damit ich sozusagen, oder das ich halten muss, damit ich in deinem Willen bin? Und Jesus antwortet und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und dann sagt er, das Zweite aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist Matthäus 22, 37 bis 40. Und dann sagt er, an diesen beiden Geboten oder an diesem Doppelgebot, kann man auch sagen, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mit anderen Worten, in dem einen Gebot, das Jesus uns gegeben hat, ist das ganze Gesetz, sind alle Gebote erfüllt. Das sagt auch Paulus, Römer 13, Vers 10 sagt er, denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt mit anderen Worten, in der Liebe ist das Gesetz komplett erfüllt. Das Liebesgebot ist das Gebot, das alle anderen Gebote gleichzeitig erfüllt. Das heißt, es macht es uns einfach im neuen Bund. Amen. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt. Okay? Und er sagt, wenn ihr eben dieses Gebot haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und dann sagt er weiter, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Halleluja. Mit anderen Worten, Freude ist die Folge von Liebe. Amen. Freude und Liebe gehören ganz eng miteinander zusammen. Da wo die Liebe ist, ist die Freude nicht weit. Da wo keine Liebe ist, ist die Freude meistens auch nicht unbedingt vorhanden. Okay? Und jetzt eben Vers 12 sagt er, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie auch ich euch geliebt habe. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen konkreter, wie dieses Liebesgebot aussieht, weil die Menschheit versteht ja viel unter Liebe, alles Mögliche, erotische Liebe, freundschaftliche Liebe, was macht diese Liebe aus? Und er sagt, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Sag mal, wie ich euch. Also genau so, wie Jesus uns geliebt hat, so sollen wir einander lieben. Und dann sagt er im nächsten Vers im Prinzip gleich, den Inhalt dieser Liebe. Er sagt eigentlich im nächsten Vers, was macht diese Liebe aus? Und er sagt Vers 13, die größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Mit anderen Worten, er sagt, das ist das, was meine Art von Liebe ausmacht, Hingabe. Sag mal Hingabe. Hingabe, im Fall von Jesus Hingabe bis zum Tod. Das ist die Art von Liebe, die uns Jesus vorgelebt hat. Und er sagt, wenn wir einander und wenn wir auch Jesus, ist ja dieses Doppelgebot, also wenn wir ihn und wenn wir einander mit dieser Liebe der Hingabe, verstehst du, es geht nicht um Worte, nur zu sagen, okay, Herr, ich liebe dich, aber wenn es darauf ankommt, tue ich nicht, was er sagt. Ja, das ist keine Hingabe. Ja, Amen. Sondern es ist Hingabe, seine Art von Liebe ist Hingabe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingab. Amen. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, das ist die Hingabe Gottes, hat uns errettet. Ist dir das bewusst? Seine Hingabe hat dich errettet. Und deswegen ist deine Antwort der Hingabe eigentlich nur die logische Konsequenz. Hingabe ist die Antwort auf die Hingabe, die uns zuteil geworden ist. Ja, das ist so, selbst im Zwischenmenschlichen so, wenn sich jemand dir hingibt, wenn jemand etwas für dich tut, wenn jemand dir hilft, dann willst du ihm auch gerne helfen, normalerweise jedenfalls. Es sei denn, du bist der absolute, totale Egomane, der nur denkt, dass alle anderen nur für ihn da sind. Ja, aber normalerweise ist es so, wenn du Hingabe spürst, bist du auch wieder bereit zur Hingabe. Okay? So,
Also, Hingabe ist die Art von Liebe, die es braucht. Okay, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und jetzt kommt es, worauf ich heute vor allen Dingen hinaus will, nämlich Vers 14. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ist schon mal interessant. Er sagt, wenn wir dieses eine Gebot halten, mit anderen Worten, ja, dieses Doppelgebot, wenn wir dieses Doppelgebot halten, also wenn wir in der Liebe bleiben, dann sind wir Freunde von Jesus. Wie viele von euch wollen Freunde von Jesus sein? Ja. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder das griechische Wort kann auch heißen Diener. Ich nenne euch einfach nicht mehr nur Diener. Im Alten Testament, im Alten Bund wurden die Leute Diener Gottes genannt. Mose war ein Diener Gottes. Ja, David war ein Diener Gottes und so weiter. Und nur ganz wenige, eigentlich vor allen Dingen Mose und Abraham, werden überhaupt mit Freundschaft mit Gott in Verbindung gebracht, dass sie auch Freundschaft mit Gott hatten. Aber im neuen Bund sagt Jesus, euch habe ich Freunde genannt oder ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Diener, denn der Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Mit anderen Worten, was macht die Freundschaft mit Jesus aus? Freundschaft macht aus, dass er uns alles mitteilt, was ihm auf dem Herzen ist. Amen. Das macht Freundschaft aus. Du kannst keine Freundschaft haben mit jemandem, wenn du dein Herz nicht mitteilst. Und so ist es eben, Gott teilt unser Herz mit, Gott teilt sein Herz uns mit, weil er uns Freunde nennt. Gott oder Jesus teilt uns alles mit, was er vom Vater im Himmel gehört hat, heißt es hier. Das heißt mit anderen Worten, sein Geist, weil Jesus ist ja im Himmel, aber sein Geist ist hier, der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist lehrt uns, der Heilige Geist inspiriert uns, der Heilige Geist führt uns. Ja, das ist die Folge der Liebe. Amen. Das ist die Folge unserer Freundschaft mit Gott. Und noch etwas ist die Folge unserer Freundschaft mit Gott. Er sagt, Vers 16, er sagt weiter, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Mit anderen Worten, die Konsequenz der Freundschaft mit Gott, die in der Liebe begründet ist, die Konsequenz der Freundschaft mit Gott ist Frucht in unserem Leben für Gott. Amen. Ist Frucht. Frucht, die hervorkommt mit unserem Leben für Gott. Wir leben als seine Erwählten hier auf der Erde. Weil seine Erwählten sind die, die sein Reich hier auf diese Erde bringen. Seine Erwählten sind die, durch die er hier auf dieser Erde etwas bewirken will. Weißt du, Gott hat nur uns hier auf der Erde. Die, die er erwählt hat. Er hat nur Menschen hier auf der Erde. Er wirkt nicht durch Tiere, er wirkt nicht durch Engel hier auf der Erde in erster Linie, sondern er wirkt durch Menschen. Er kommt auch nicht nochmal persönlich, um die Welt zu verändern. Doch eines Tages wird Jesus wiederkommen und dann wird es einen komplett neuen Himmel und eine komplett neue Erde geben. Aber in der Zwischenzeit wirkt er durch uns. Er wirkt durch dich und durch mich. Ist dir das bewusst? Dass Gott durch dich oder dass du der Einzige bist, der einzige Kanal, ich meine, die anderen hier natürlich auch, aber du bist einer von diesen einzigartigen Kanälen, durch die Gott hier diese Erde verändern will, muss. Und nur durch dich kann er das. Er kann es nur durch die, die er erwählt hat. Er kann es durch die, die ihn lieben. Er kann es durch die, die er Freunde genannt hat. Sie hat er erwählt und bestimmt, dass sie Frucht bringen und dass diese Frucht bleibt. Wie viele von euch wollen am Ende ihres Lebens sagen können, hey, da ist Frucht hervorgekommen durch mein Leben und ich glaube, dass sie bleibend ist. Amen. Paulus nennt es dann Gold, Silber und Edelsteine im Gericht, wenn Gott sich unser Leben anschaut, da wird es Gold, Silber und Edelsteine geben oder halt auch Holz, Heu und Stroh. Das verbrennt, das taugt nichts. Ja. Das ist einfach da, wo wir nur für uns gelebt haben, da, wo wir kein Kanal waren für das Wirken Gottes, da, wo wir nicht aus dieser Freundschaft mit Gott heraus gelebt haben. Ja. Gott will dein Freund sein. Ist doch der Hammer, oder? Ist der Hammer. Gott will dein Freund sein. Puh. Also manchmal ist es so,
je nachdem, was unser Hintergrund ist, denken wir, oh, ich bin nicht würdig, der Freund Gottes. Was? Das ist so gewaltig, dieses Wort, ein Freund von Gott zu sein. Weißt du? Gott hat uns erwählt. Er will dich als seinen Freund, als seine Freundin. Amen. Alles, worauf es ankommt, ist, dass wir in dieser Liebe bleiben und die Folge wird sein, dass wir Frucht bringen und dass die Frucht bleibt. Und jetzt der letzte Vers in diesem Text, den ich euch heute weitergeben möchte, Vers 16, dann sagt er, wir gehen hin, bringen Frucht und unsere Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das heißt, wie kommt Frucht hervor? Indem wir den Vater bitten im Namen Jesus und er gibt es uns. Wann gibt der Vater im Himmel das, worum du ihn im Namen Jesus bittest? Ganz einfach. Wenn du sein Freund bist. Und wann bist du sein Freund? Wenn Jesus dich erwählt hat und du in seiner Liebe lebst. Woran erkennst du, ob Jesus dich erwählt hat? Daran, dass du ihn liebst. Amen. Daran, dass du ein Herz hast, wo du sagst, ja, Gott, ich möchte dich kennen. Ja, ich möchte deinen Willen tun. Ja, ich möchte dich lieben. Ja, ich möchte deiner Stimme folgen. Weißt du, interessant ist, dass er sagt, wir sind seine Freunde, wenn wir tun, was er gebietet. Schon interessant. Ist jetzt nicht unbedingt typisch menschlich. Ja? Also ich weiß nicht, ob du deine Freundschaften so knüpfst, indem du sagst, also hey, Wolfgang, du bist echt mein Freund, wenn du tust, was ich sage. Na, Wolfgang sagt, super, auf so einen Freund habe ich gewartet. Ja? Ja, ist nicht unbedingt menschlich, ist eben göttlich. Ja? Er ist Gott. Amen. Aber er sagt, hey, ich nenne euch Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Warum? Weil er die Liebe ist. Amen. Weil er die perfekte Liebe zu uns ist. Weil er sich uns perfekt hingegeben hat. Und wenn wir in dieser Liebe gehen und wenn wir von ihm geführt sind, wenn wir damit von dieser Liebe geführt sind, dann repräsentieren wir Gott hier auf dieser Erde. Dann sind wir, mit anderen Worten, 1. Johannes 4,17 sagt es, dann sind wir wie er in dieser Welt. Wie Jesus in dieser Welt. Das ist auch der Hammer. Ich meine, das sagt die Bibel. Ja? Johannes sagt, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Huh. Amen. Kannst du das sagen? So wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Ja, das kannst du im Glauben sagen. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann bitten wir ihn, was in unserem Herzen ist, und der Vater wird es tun. Das ist der Hammer. Johannes 16, 27, also sagt Jesus nochmal auf andere Weise, sagt er nämlich, er wird nicht beim Vater für uns eintreten, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater liebt uns, weil wir Jesus lieben. Und weil er uns liebt, erhört er unser Gebet. Wie von euch wollen mehr erleben, dass was du den Vater bittest, passiert. Amen. Hier ist der Schlüssel zur Gebetserhörung. Halleluja. Schaut, die Sache ist eigentlich ein ganz einfacher Kreislauf. Wenn wir tun, was er sagt, hört er auf das, was wir sagen. Amen. Wenn wir tun, was er sagt, dann hört er auf das, was wir sagen. Und wenn er hört auf das, was wir sagen, dann gibt es Gebetserhörungen. Und umso mehr werden wir Interesse haben an ihm und an dem, was er sagt. Das heißt, das Ganze ist eigentlich wie ein Kreislauf. Wir handeln als seine Freunde und somit erweist er sich als unser Freund. Und weil er sich als unser Freund erweist, handeln wir wieder als seine Freunde. Amen. Okay, und was ist das Ergebnis? Vers 11. Unsere Freude ist vollkommen. Halleluja. Okay, jetzt möchte ich heute Morgen ein bisschen raus auf den entscheidenden Schlüssel, der hier in diesem Text ist. Und ich habe es schon angedeutet. Der entscheidende Schlüssel nämlich, dass wir tun, was er sagt. Amen. Okay. Der Schlüssel
Ich sage mal so, der Schlüssel, kontinuierlich in dieser Freundschaft mit Gott zu leben, mit anderen Worten auch zu hören, was er sagt, weil das ist ja das auch, was Jesus sagt, er teilt uns mit, was er vom Vater gehört hat. Der Schlüssel, um kontinuierlich die Stimme Gottes klar zu hören, liegt darin, zu tun, was er sagt. Amen. Bobby Connor hat es letztes Wochenende wieder gesagt. Das sagt er immer wieder. Er sagt, sofortiger, bedingungsloser, hundertprozentiger Gehorsam ist der Schlüssel in der Beziehung zu Gott. Sofortiger, sagen wir sofortiger, bedingungsloser, hundertprozentiger Gehorsam gegenüber dem, was er sagt. Ist der Schlüssel, um in seiner Liebe zu bleiben, um in dieser Beziehung, wo du ihm Dinge sagst und er hört und wo er dir Dinge sagt und du hörst, ist der Schlüssel. Sofortiger, bedingungsloser, hundertprozentiger Gehorsam. Amen. Jetzt haben wir ein kleines Problem manchmal. Unser Problem ist oft nicht so sehr das, dass du jetzt, also ich gehe jetzt mal von euch hier aus und vielleicht auch von denen, die über Livestream zuschauen. Unser Problem ist oft nicht so sehr das, dass wir sagen, ich bin nicht bereit zu tun, was Gott sagt. Sondern die meisten hier würden sagen, ja, wenn Gott zu mir spricht, bin ich bereit. Oder? Wie viele von euch sagen das? Wenn Gott zu mir spricht, nur zwei Leute? Nein, okay. Wenn Gott zu mir spricht, dann bin ich bereit, es zu tun. Unser Problem ist oft das, dass uns nicht wirklich bewusst ist, wie Gott zu uns redet, dass wir sein Reden nicht richtig wahrnehmen oder auch, dass wir seine Reden, wenn wir es eigentlich empfangen, wieder abstreiten mit unserem Verstand und deswegen nicht danach handeln. Okay, viele nicken und sagen, okay, dann bin ich ja richtig, okay. Halleluja. Und deswegen möchte ich einfach ein bisschen dich lehren, die Stimme Gottes zu hören. Weil da ist der Schlüssel. Da ist sozusagen der Hund begraben, wie man so schön sagen würde. Ja? Die Stimme Gottes zu hören. Und übrigens auch in unserer Glory Life Schule sind wir ja gerade dabei, unsere Glory Life Schüler zu trainieren, die Stimme Gottes zu hören. Jetzt am Donnerstag werden wir wieder aktivieren, auch das Hören der Stimme Gottes. Also wenn du irgendwie es möglich machen kannst, sei live mit dabei, weil das ist ein Schlüssel. Weißt du, für deine Beziehung zu Gott, der Schlüssel liegt im Wahrnehmen der Stimme Gottes. Und jetzt der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass die Stimme Gottes, wie sie zu uns kommt, normalerweise nicht eine laute Stimme ist. Gott schreit dich nicht an. Ist das nicht gut? Gott schreit dich nicht an. Gott redet auch nicht einfach durch irgendwelche Stimmen zu uns. Marvin hat jetzt in der Schule gelehrt über Stimmen hören und das ist nicht die Stimme Gottes, sondern wenn andere Stimmen Menschen quälen, ja, können schreien. Manche, in der Psychiatrie gibt es viele Leute, die alle möglichen Stimmen hören. Ja. Gott redet nicht durch irgendwelche Stimmen, durch lautes Geschrei, durch sondern die Stimme Gottes ist eine, in den allermeisten Fällen, ist eine zarte, ist eine sanfte Stimme ist, so wie beim Propheten Elia heißt es, das zarte, sanfte Sausen, sozusagen. Ja. Und das ist manchmal unser Problem. Ja. Also Gott redet auch nicht so zu uns. Das ist manchmal, wenn Christen ein bisschen unreif sind, dann denken sie, dass es so funktioniert, indem wir einfach sagen, okay, Herr, jetzt sag irgendwas zu mir. Ich will jetzt den Beweis haben, dass du zu mir redest. Red zu mir und ich bin bereit, es zu tun. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal so versucht haben. Und das Ergebnis ist dann manchmal, dass du irgendeinen komischen Satz dann hörst. Weißt du, ich gehe auf den Balkon, reiß die Geranie raus und wirf sie auf die Straße oder irgend sowas. Ja. Und dann sagst du, okay, Gott hat gesprochen, ich mach das. Aber hinterher hast du irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache. Vielleicht hast du auch jemanden getroffen auf der Straße, dann ist es noch komischer. Verstehst du? Also Gott redet nicht aus so einer Verkrampftheit heraus zu uns, oh Herr, lass mich jetzt ich bin bereit, alles zu tun, was auch immer du mir sagst. Und dann weißt du, da können wir auch uns was einbilden. Verstehst du? Dann kommen irgendwelche komischen Sätze in dieser Verkrampfung. Also ich, ja, lauf auf dem Bordstein entlang und keine Ahnung was. Oder, verstehst du? Weißt du, das sind dann so Zwänge.
Aber Gott ist nicht zwanghaft. Amen. Und du hörst die Stimme Gottes auch nicht in dieser Verkrampftheit, sondern du hörst tatsächlich die Stimme Gottes, und da gebe ich dir einen Bibelvers dazu, Jesaja 30, Vers 15. Ja, das ist der Schlüssel, den musst du dir merken, das ist der Schlüssel für das Hören der Stimme Gottes. Verkrampftheit ist ein Killer für das Hören der Stimme Gottes. Das ist manchmal unser Problem. Wir denken, oh, ich muss unbedingt Gott hören. Herr, sprich zu mir, was auch immer du sagst. Soll ich ihn heiraten? Ja. Okay. Nein. Wie heißt es? Jesaja 30, Vers 15. Das heißt, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Amen. Durch Umkehr. Warum Umkehr? Ganz einfach, weil wir oft so unruhig sind. Da musst du umkehren. Nicht in dieser Unruhe sagen, Herr, red zu mir, red zu mir. Rechts kommt was, links kommt was. Was ist jetzt, Herr? Und dann wirst du manchmal frustriert und denkst, oh, ich höre die Stimme Gottes nie. Also daher kommt die Frustration oder auch manchmal der Unglaube, wo du dann irgendwann mal zum Schluss kommst, oh, ich höre sowieso nicht die Stimme Gottes. Ich sage dir, doch, du hörst sie. Aber du musst umkehren. Du musst umkehren, raus aus dieser Unruhe, raus aus diesem Stress, raus aus dieser Verkrampfung und hineingehen in die Ruhe Gottes. Amen. Hebräer 4, Vers 9 heißt es, und das ist die Verheißung für dich, und deswegen, das ist so gut, weißt du, er sagt, Hebräer 4, Vers 9, er sagt, also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes. Mit anderen Worten, Gott hat bereits diesen Ruheraum für dich vorbereitet. Der ist schon da, verstehst du? Es ist nicht so, dass der erst kreiert werden muss, sondern der ist schon da. Nur wir sind manchmal außerhalb. Wir bewegen uns manchmal außerhalb dieses Ruheraumes Gottes. Und deswegen müssen wir umkehren. Und Hebräer 4, Vers 3 heißt es, durch Glauben gehen wir ein in diese Ruhe Gottes. Durch Glauben. Das heißt, du musst glauben, was musst du glauben? Du musst glauben zuerst mal, dass der Vater dich liebt. Das ist ein Schlüssel dafür, um die Stimme Gottes zu hören. Du glaubst, dass der Vater dich liebt, weil sonst glaubst du ja immer, dass der Vater irgendwelche blöden Sachen zu dir sagt. Es gibt auch, das ist auch eine Kategorie von Christen, die wollen die Stimme Gottes gar nicht unbedingt hören, weil sie denken, dass er ihnen, vielleicht sind nicht so viele davon hier, aber in manchen Gemeinden gibt es tatsächlich einige davon, je nachdem wie gelehrt wird, ja, die denken immer, dass Gott immer irgendwie sein Wille ist, genau das, was ich nicht will. Also das, was für mich am schwersten ist, das sagt Gott. Wenn mein Herz sagt, heirate den, dann sagt Gott, nein, heirate den. Amen, ja. Schwierig. Dann kannst du dein ganzes Leben lang deiner Partnerin oder deinem Partner dann sagen, ja, ich habe dich nur geheiratet, weil Gott es gesagt hat. Das ist eine gute Basis. Aber weißt du, er hat es wahrscheinlich gar nicht gesagt. Sondern du dachtest nur, dass er es sagt, weil du ein falsches Bild von Gott hattest. Also der Vater liebt dich. Ja, ich habe es gerade gesagt, Johannes 16, 27, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also der Vater liebt uns. Johannes 5, 19 spricht Jesus von seiner eigenen Beziehung zum Vater, und das ist ja unser Vorbild für unsere Beziehung zum Vater. Und er sagt, ja, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sähe es den Vater tun. Aber dann sagt er auch, weil viele bleiben dabei stehen bei diesem Vers, lesen nur diesen Vers und sagen, ja, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sähe es den Vater tun. Ich sähe nichts. Also mache ich gar nichts. Nein, aber der nächste Vers sagt, der Vater liebt den Sohn. Amen, der Vater liebt dich. Und er zeigt dem Sohn alles, was er selbst tut. Das ist nämlich der Ausdruck der Liebe. Er zeigt dir alles, was er selbst tut. Er will zu dir reden. Er will dir alles zeigen. Du musst es nur glauben. Das heißt, der erste Schritt der Umkehr ist, dass du sagst, okay, ich kehre um von jedem Unglauben bezüglich der Güte und der Liebe Gottes. Der Vater liebt mich, das glaube ich. Dafür entscheide ich mich, zu glauben, dass der Vater mich liebt, dass es gut mit mir meint und dass er zu mir reden will.
Das ist wichtig. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Das heißt, du kannst grundsätzlich davon ausgehen, der Vater will zu dir reden. Der Vater ist jetzt, so wie du hier sitzt, der Vater ist jetzt nicht sauer auf dich und sagt deswegen, ich rede nicht mehr mit dir. Das machen manchmal Menschen, sagen, ja, jetzt bin ich sauer mit dir rede ich nicht mehr. Das ist nicht der Vater im Himmel. Der will immer mit dir reden, auch wenn du ihn betrübt hast sogar. Dann will er mit dir reden, dann sagt er, komm. Wenn du deine Sünde bekennst, bin ich treu und gerecht, dass ich dir die Sünde vergebe und dich reinige von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja, also komm. Amen. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Also du musst zuerst glauben, dass Gott gut ist, dass er dich liebt und dass er zu dir reden will. Dass du seine Stimme hören kannst. Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Das heißt, tu den Gedanken weg, nein, ich gehöre zu diesen Sonderfällen, die Stimme Gottes nicht hören. Ja? Oder überhaupt, manche sagen ja, ja, wie kannst du sagen, dass du die Stimme Gottes hörst, ein Mensch die Stimme Gottes hören? Ja, die Bibel sagt es, seine Schafe hören seine Stimme. Also wir hören seine Stimme. Amen, das ist schon mal grundsätzlich klar. Und dann ist wichtig, dass du glaubst, dass er dich tatsächlich in Frieden und aus Frieden herausführt. Amen. Kolosser 3, 15 heißt es, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Oder man kann auch übersetzen, und der Friede des Christus sei der Schiedsrichter in eurem Herzen. Mit anderen Worten, Friede ist die Substanz, an der du erkennen kannst, dass Gott dahinter ist. Gott spricht im Frieden zu dir. Deswegen durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Weißt du, Gott will dich nicht anbrüllen. Gott will auch nicht die ganze Unruhe deiner Seele überschreien, sondern Gott will die sanfte, zarte Stimme in deinem Innersten sein, wenn du von all deinem eigenen zur Ruhe kommst. Ja? Das heißt ja, Hebräer 4, Vers 9 heißt es, denn wer in die Ruhe Gottes eingegangen ist, der ist zur Ruhe gekommen von seinen eigenen Werken, so wie Gott von seinen am siebten Tag, ja, als er geruht hat. Das heißt, wir sind bestimmt für die Sabbatruhe Gottes. Amen. So wie Gott geruht hat am siebten Tag, nachdem er alles geschaffen hat, so sollen wir uns vor Gott hinsetzen und sagen, so, jetzt lasse ich einfach mal alles los, was ich selber so denke, was ich selber so gemacht habe, all den Stress, all das, was den ganzen Tag über war, all das, was los war, ich lasse es los und ich komme jetzt einfach zur Ruhe und ich glaube, dass Gott mich liebt, dass der Vater mich liebt und dass er mir alles zeigt, was für mich jetzt wichtig ist und dass er zu mir redet. Amen. Halleluja. Und in dieser Haltung möchte er zu dir reden. Und je permanenter oder je öfter und am Ende permanenter du diese Haltung einnimmst, umso öfter kann er zu dir reden. So einfach. Im Psalm 32, Vers 8 in der Luther-Übersetzung, da heißt es dann sogar, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen. Das heißt, du kannst in eine Intimität mit Gott hineinkommen, da muss er gar nicht mehr direkt, weißt du, da muss er dir nicht mehr irgendeinen Satz sagen, da muss er nicht irgendwie dir ein spezielles Wort geben. Ja, manche Christen sind ja auch so ganz heiß, Herr, gib mir ein Wort. Nicht immer muss er dir ein Wort geben, sondern er will dich mit seinen Augen leiten. Er will einfach, dass du ihn anschaust, er dich schaut und du spürst in deinem Inneren, in diesem Frieden, was zu tun ist. Amen. Das ist gute Erziehung. Amen. Ich habe das gesehen bei meiner Schwägerin mit ihren Kindern, als sie noch kleiner waren, ja, unsere Neffen und Nichten. Ja, wenn da einer nicht gut getan hat, dann hat sie sich den geholt oder die und hat gesagt, schau mir in die Augen. Und dann hat sie sie angeschaut. Also das ist Leitung mit den Augen. Und die Kinder wussten, was Sache ist. Denn erstens waren sie vertraut mit den Augen der Mutter. Hätte ich das gemacht, hätten sie gesagt, wer ist denn das? Also ungefähr, also okay, nicht wer, also sie wussten schon, wer ich bin. Aber sie hätten sicher nicht auf diesen Blick so reagiert. Sie haben auf den Blick der Augen der Mutter reagiert. Und gleichzeitig war klar, okay, wenn wir uns in die Augen schauen, dann passiert da etwas. Und dann ist klar, was Sache ist. Dann ist klar, was läuft und was nicht läuft. Das ist das, was Gott will. Er will uns mit seinen Augen leiten. Und dazu ist eben wichtig, dass wir auf seine Augen ausgerichtet sind. Vertrautheit. Und Vertrautheit braucht Zeit. Amen, sag mal Zeit.
Und deswegen ist was Viertes wichtig, was du glauben musst, unbedingt, ist, dass du Zeit hast. Oder ich könnte es auch so sagen, dass du es dir leisten kannst, tatsächlich vor Gott ruhig zu werden, alles andere loszulassen, all die Ablenkungen rauszusperren und einfach vor ihm zu sein und dich einzutunen auf sein Reden, auf seine Augen zu sehen, wie will er mich leiten, was will er mir sagen. Weißt du, diese zarte Beziehung braucht Zeit. Amen. Und ich sage dir heute Morgen im Namen Jesu Christi, du hast diese Zeit. Oh, jetzt habe ich schon bei einigen gehört, du kennst mein Leben nicht, du weißt nicht. Doch. Ich kenne dein Leben nicht, nein, das ist schon richtig. Ich kenne dein Leben nicht, aber ich weiß, du hast diese Zeit, weil du kannst dir es leisten. Martin Luther hat mal gesagt, oh, heute habe ich wieder so viel zu tun, ich muss heute wieder viel Zeit mit Gott verbringen. Ja, gerade weil er so viel zu tun hatte, hat er gesagt, hey, da muss ich umso mehr erstmal Zeit mit Gott verbringen, damit ich weiß, was ich wann zu tun habe, wie ich es zu tun habe, wo ich es zu tun habe, damit ich wirklich geführt bin von ihm und nicht in meiner eigenen Kraft herumwurschtle. Da brauche ich nämlich für alles dreimal so lange am Ende. Also wie von euch glauben, dass Gott weiß, wie man die Dinge am besten macht und wie man die Dinge am besten erledigt und am schnellsten erledigt. Gott kann dich Dinge erledigen lassen in einer Stunde, für die du sonst 4 Stunden bräuchtest. Oder noch mehr. Gott kann dich so effektiv machen in deiner Arbeit, dass du sagen kannst, okay, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel. Die Hälfte des Tages verbringe ich Zeit mit Gott und in der anderen Hälfte erledige ich all das, was andere in 8 Stunden erledigen. Amen, das hast du genommen, ja? Halleluja, Amen. Und ich sage das jetzt nicht als ein Gesetz, dass du es jetzt so machen sollst oder dass du jetzt genau, das ist jetzt dein Modell oder irgendwas. Aber ich sag dir, verstehst du, wir müssen umdenken und nicht denken, oh, ich habe keine Zeit. Nein, das ist das Wichtigste. Jesus hat zu Maria gesagt, beziehungsweise zu Martha eigentlich, die er ermahnt hat, hat gesagt, hey, eines aber ist wichtig. Maria hat das gute Teil erwählt. Und was hat Maria gemacht? Anstatt zu schaffen und zu werkeln, hat sie sich einfach zu den Füßen von Jesus niedergesetzt und hat ihm zugehört. Hat ihn angeschaut, Auge zu Auge, geleitet von den Augen, gefüllt mit dem, was er gesagt hat. Und aus dem heraus ist sie dann aktiv geworden. Amen. Maria war ja keine Faule, verstehst du? Es geht nicht um Faulheit, die geistlich verbrämt ist und nach dem Motto, ich muss länger auf meinem Sofa liegen, weil, ja, okay, du kannst auf dem Sofa liegen, wenn du auf Gott eingetunt bist, aber es geht nicht um Faulheit, sondern es geht tatsächlich um diese Zeit, die du mit Gott hast. Er will dir Eindrücke geben. Ja, Römer 8, Vers 14 in der Message-Übersetzung heißt es, Gottes Geist gibt uns den Eindruck, dass es Aufgaben zu erledigen gibt und er zeigt uns bestimmte Orte, an denen wir sein sollen. Also Gott will uns durch Eindruck, ich finde es ein sehr gutes Wort für das Reden der Stimme Gottes. Vieles von dem, wie Gott redet, ist einfach ein innerer, tiefer Eindruck in deinem Geist, wo einfach etwas in deinen Geist fällt und plötzlich weißt du, oh, das kam nicht von mir. Und es kann mal ein Satz sein, es kann auch ein Wort sein, es kann auch ein ganzer Dialog sein, aber es kann auch schlicht und einfach nur so ein leichtes Ziehen sein. Und wenn du nicht aufpasst, kannst du es überhören oder dein Verstand kann es dir wieder ausreden. Deswegen ist es so wichtig, dass du in dieser Ruhe bleibst, ja? Weil oft kommt unser Verstand, du nimmst eigentlich etwas wahr, da ist eigentlich ein Eindruck, und dann kommt der Verstand und stellt es wieder in Frage und am Ende tust du es nicht. Deswegen ist es so wichtig, was Bobby Connor gesagt hat, sofortiger, bedingungsloser, 100%iger Gehorsam. Das heißt, entscheidend ist auch, damit wir auf die Dauer eingetunt bleiben auf das Reden der Stimme Gottes. Entscheidend ist, dass wir diese Impulse, die er uns gibt, ernst nehmen. Also, dass wir sie, ich sag mal, ehren. Ja? Dass wir sagen, oh, okay, ja, stimmt, so redet ja Gott zu mir, stimmt. Also, das ist jetzt wichtig. Verstehst du nicht nur, ah ja, da hatte ich jetzt so einen Eindruck, mal drüber nachdenken, überlegen, ja gut, kann man vielleicht auch anders sehen, vielleicht auch so, ah, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet und bumm, ist es weg. Verstehst du? Und
Gott möchte dich davon freisetzen. Ich möchte heute Morgen wirklich beten für uns, dass wir wirklich so ein, ich sag mal so ein Verstärker eingebaut bekommen in unserem inneren Menschen. Nicht ein Verstärker, der jetzt die Stimme Gottes lauter macht, weil lauter kannst du sie nicht machen, aber der uns wirklich ein Bewusstsein gibt, okay, wenn ich dieses zarte Ziehen spüre, dann muss ich handeln. Weißt du, und manchmal sagt Gott dir Dinge, gar nicht jetzt eine spezielle Anweisung manchmal. Manchmal gibt Gott dir einfach einen Eindruck, einen Impuls, vielleicht eine Idee, vielleicht eine Vision, vielleicht eine Offenbarung. Plötzlich wird dir was klar innerlich. Plötzlich ist dir ein Bibelvers vor Augen und sagt, wow, so ist es gemeint. Weißt du, auch dann ist es wichtig, dass du das ehrst. Und ich habe keinen besseren Rat als den, der Habakkuk 2, Vers 2 dir gibt. Nämlich, wann immer du merkst, Gott redet zu mir, es zu ehren, indem du aufschreibst, was er sagt. Empfehle ich dir, wirklich. Weil sonst ist es wieder weg. Ja, Habakkuk 2, Vers 1 bis 2. Da heißt es, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das ist das Erste. Du tunst dich ein auf die Stimme Gottes. Und Gott redet zu dir auf unterschiedliche Arten und Weisen und über unterschiedliche Dinge. Die Sache ist ja auch die, Gott redet zu dir über das, was er gerade mit dir reden will. Manchmal stellst du ihm eine Frage, aber er sagt dir was ganz anderes, zu einem ganz anderen Thema vielleicht. Ja, aber du merkst es, da ist dieses Reden, da ist diese Klarheit, da ist dieser Frieden, da ist dieses, ja, da ist das. Und was sagt er dann? Vers 2, und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Und du hast jetzt vielleicht heute keine Tafel mehr, sondern einen Computer, aber auch da kannst du es deutlich aufschreiben, da hilft dir der Computer, ja, muss nicht mal auf deine Handschrift angewiesen sein, sodass man es geläufig lesen kann. Das heißt, du kannst es nachlesen und damit hast du deutlich gemacht, hey, ich ehre das und ich weiß, das ist das Reden Gottes und da komme ich vielleicht wieder drauf zurück oder wahrscheinlich oder ziemlich sicher. Amen, zur gegebenen Zeit. Sei es eine Offenbarung, sei es ein Impuls, sei es eine Vision, sei es eine Auslegung, was auch immer es ist, verstehst du? Gott redet auf so unterschiedliche Arten und Weisen und so unterschiedliche Dinge. Wir müssen nur diesem Reden Raum geben. Ich sag mal, das ist dieser Verstärker, für den ich beten will. Weißt du, die Sache mit dem Reden Gottes ist ganz einfach die. Du hast immer zwei Möglichkeiten, wenn Gott zu dir redet. Und es ist relativ leicht. Beide Möglichkeiten sind relativ leicht. Die erste ist sogar für den natürlichen Menschen noch leichter. Die erste Möglichkeit, wenn Gott zu dir redet, ist einfach, es irgendwie wieder, ich sag mal, hinter dir zu lassen. So, das dir auszureden oder einfach sagen, ah ja, schön, okay, oh, jetzt habe ich aber noch was zu tun, jetzt müssen wir noch da und so weiter. Ne? Also es ist relativ leicht, das typische Reden Gottes ist relativ leicht, ich sag mal, zur Seite zu legen. Das solltest du aber nicht tun. Weil genauso leicht ist zu sagen, okay, das ist das Reden Gottes, das ehre ich, ich schreibe es auf, ich mache etwas damit, ich mache es größer, ich verstärke es. Also du bist der Verstärker. Amen. Mit anderen Worten, ich denke darüber nach, ich sage, okay, da gibt Gott mir ein Nugget, da gibt Gott mir ein Goldstück, da gibt Gott mir wirklich einen Schatz, gerade in diesem Moment, er spricht zu mir und das ist wichtig für mich. Und damit verstärkst du es. Das heißt, du hast immer diese zwei Möglichkeiten, du kannst es verstärken oder du kannst es abschwächen, das Reden Gottes. Und jetzt kommt's. Je mehr du das Reden Gottes in deinem Leben abschwächst, umso weniger wird er zu dir reden. Und dann wirst du vielleicht umso verkrampfter werden, weil du ja unbedingt willst, dass Gott zu dir redet. Und dann kommst du auf komische Gleise und hörst Stimmen oder was auch immer. Ja? Verstehst du? Und deswegen ist es wichtig, auch da ist es wichtig, weißt du, wenn du merkst, okay, ich bin eigentlich in so einem Modus, ich denke, dass wahrscheinlich einige sogar hier sind, die in so einem Modus sind, die sagen, ach ja, das mit dem Hören der Stimme Gottes, das funktioniert bei mir nicht so richtig, ich höre seine Stimme eigentlich nicht oder ich habe es versucht, aber irgendwie, das klappt bei mir nicht, weißt du? Dann kehr um und entscheide dich ganz neu, Gott zu vertrauen und zu sagen, okay, ich vertraue wirklich dieser zarten inneren Stimme und was auch immer du mir gibst, das werde ich ehren, das werde ich groß machen. Ich werde es nicht klein machen. Ja, weil in dem Moment, wo du das Reden Gottes abschwächst,
zieht er sich zurück. Ja, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Weißt du, er müsste ja, die Sache ist die, immer wenn du das Reden Gottes abschwächst in deinem Leben, nach hinten tust, nicht beachtest, nicht ernst nimmst, nicht danach handelst, wenn es eine Handlung erfordert, ja, dann verhärtest du in dem Moment tatsächlich unbewusst dein Herz gegenüber dem weiteren Reden Gottes. Und das willst du nicht. Amen. Ja, deswegen heißt es ja heute, wenn ihr seine Stimme hört, was? Verhärtet euer Herz nicht. Das heißt, du hast immer diese Möglichkeit. Und manche denken, ja, die Verhärtung, die besteht darin, okay, ich verhärte mein Herz, indem ich einfach dagegen gehe und sage, nein, will ich nicht und so weiter. Aber weißt du, das ist noch nicht unbedingt die Verhärtung, sondern die Verhärtung beginnt auf einem viel niedrigeren Level, einfach indem ich es einfach ignoriere, einfach drüber weggehe. Gott will zu dir reden. Halleluja. Und wenn er zu dir redet, nimm es ernst. Also, innere Ruhe ist der Schlüssel zum Hören der Stimme Gottes. Erstens. Zweitens, sofortiger Gehorsam gegenüber dem, was du hörst, ist ein Schlüssel. Und Gehorsam kann auch darin bestehen, dass du es einfach aufschreibst, dass du einfach darauf reagierst. Weißt du, ich meine, normalerweise ist es ja so, ich meine, wir stellen uns halt unter dem Reden Gottes oft dann so spektakuläre Sachen nur vor, wie in der Bibel, ja, der Dornbusch brennt und so weiter, da musst du natürlich reagieren, wenn der Dornbusch brennt. Aber ich sage dir, im normalen Alltag brennt nicht ständig irgendwo ein Dornbusch, damit Gott deine Aufmerksamkeit gewinnen kann. Vor allen Dingen nicht im Neuen Bund. Weil im Neuen Bund lebt Jesus in uns, lebt der Heilige Geist in uns. Da muss er nicht Dornbüsche um uns herum brennen lassen, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen, weil der Heilige Geist lebt ja in uns. Amen. Und wir sind seine Kinder und Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also, ich glaube, das hat Bobby Connor auch gesagt letztes Wochenende. Er hat gesagt, wenn Gott dich anschreien muss, damit du seine Stimme hörst, dann ist es ein schlechtes Zeichen für dich. Dann hast du dein Herz schon lange hart gemacht. Ja. Und klar, in extremen Fällen macht Gott auch solche spektakulären Sachen. Denk an Paulus, den hat er vom Pferd runtergeholt und so. Aber der war auch noch nicht gläubig. Dessen Herz war komplett verhärtet. Der hat die Christen umgebracht. Also die einzige Möglichkeit, wie Gott den bekommen konnte, war schon ein bisschen was Spektakuläres. Der musste ihn schütteln. Ja. Also runter vom Pferd und blind. Und ja, das hat er nie vergessen. Ja, in manchen Fällen muss Gott zu dir reden, sodass du es nie vergisst. Aber das ist keine Auszeichnung für dich. Dass Gott Paulus vom Pferd holen musste, um ihn zu bekommen, war keine Auszeichnung für Paulus, kannst du sehen, oder? Sondern das musste er deswegen tun, weil er ein absolut harter Knochen von Pharisäer und Christenverfolger war. Deswegen musste er ihn vom Pferd holen. Aber ich hoffe nicht, dass du heute Morgen hier oder über Livestream, dass du so ein harter Knochen bist wie Paulus und deswegen vom Pferd runtergeholt werden musst. Wenn es so ist, dann wird Gott es vielleicht auch machen, aber im Normalfall im normalen christlichen Leben, wenn du Jesus liebst, wenn du mit ihm gehen willst, wenn du einfach auf ihn ausgerichtet bist, dann kann Gott mit seiner zarten Stimme zu dir reden. Ja, er kann dich sogar mit seinen Augen leiten, weil du kennst ihn und er kennt dich und er muss dich nur anschauen und sagen, aha. Schau, selbst Petrus, bevor er von neuem geboren war, selbst da hat es funktioniert mit Jesus und ihm, in dem Beispiel, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Ja? Ich meine, Petrus kannte Jesus ja persönlich, ja? Einfach zu seinen Lebzeiten. Und deswegen war da natürlich eine Vertrautheit. Und Petrus verleugnete Jesus im entscheidenden Moment, ihr kennt ja die Geschichte, dann kräht der Hahn, ja? Kennt er ja auch. Und dann heißt es, in einem Evangelium heißt es dann, und in diesem Moment blickte Jesus Petrus an. Also Jesus hat es ihm gesagt. Er hat ihm gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Ja? Und Jesus dreht sich einfach nur um und er blickt Petrus an. Er muss nichts sagen. Aber Petrus wusste, was Sache war. Das heißt, er ging hin und weinte bitterlich, ja? Weil er wusste, er hat versagt. Das war der Blick. Ja, ja, manchmal gibt es so einen Blick. Das ist nicht das, was wir uns wünschen, aber kann mal sein. Aber besser, du siehst den Blick von Jesus und du weinst bitterlich, als du nimmst nicht wahr, was er sagt. Verstehst du? Amen. Er hat ihn mit seinen Augen geleitet. Und genauso will Jesus dich auch im Positiven mit seinen Augen leiten, sodass er dir nur einen Wink geben muss, sagen muss, okay, schau mal, da der Mann, der da am Tresen steht, der mit der Krücke da, innerer Wink,
geh doch mal hin und frag ihn, ob du für ihn beten kannst. Also im Englischen gibt es dieses schöne Wort nudging. Nudging, das gefällt mir. Nudging heißt so viel wie anstupsen. So, weißt du, der Heilige Geist, der ist im Nudging-Business. Ja? Ja, der stupst uns einfach so an. Weißt du, der macht nicht so Astrid, sondern der macht einfach so. Und dann schau doch, ob du reagierst. Also, er stupst dich an, er gibt dir einen Wink. Und du kannst auf diesen Wink eingehen oder du kannst ihn ignorieren oder du kannst ihn wegdiskutieren. Du kannst mit deinem Verstand sagen, ah, nee, das kannst du bestimmt nicht. Du kannst natürlich auch diskutieren mit Gott. Das ist immer noch besser als das Ignorieren übrigens. Ja, ja, wirklich. Wir dürfen, weißt du, du darfst Gott durch. Ich habe auch schon mit Gott diskutiert. Er hat mir einen Eindruck gegeben und gesagt, Herr, aber ich hatte doch das vor. Und dann sagt der Herr, insistiert einfach, ja. Dann sagt er, nee, nee, mach's schon so, ja. Ja, aber Herr, das könnte so und so ausgehen. Okay, und dann spürst du, weißt du, du schaust auf Jesus und du spürst in seinen Augen, er insistiert. Und dann weißt du auch, irgendwann Diskussion beendet. Du machst, was er gesagt hat. Amen. So ist es. Halleluja. Preis den Herrn. Anstupsen. Ja, Vater, ich möchte wirklich beten heute Morgen für jeden Einzelnen hier in diesem Raum und auch jedem Einzelnen, der über Livestream zuschaut oder diese Botschaft im Nachhinein hört. Vater, ich bete, Herr, dass du in jedem Einzelnen von uns wirklich diese Freundschaft mit Gott entwickelst, Herr. Ja, du hast uns Freunde genannt, Herr, wenn wir tun, was du sagst. Und Herr, wir wollen deine Jünger sein, die hören, was du sagst, Herr. Und wie es zwei verschiedene Arten von Hören gibt, nämlich die eine einfach zu hören mit den Ohren und die andere wirklich zuzuhören und wirklich ernst zu nehmen, was gesagt wird. Herr, so wollen wir diejenigen sein, Herr, die zuhören. Wir wollen eingetunt sein, Herr, auf deine Stimme, Herr. Wir wollen gemäß deinem Wort, wollen wir solche sein, die eingehen in deine Ruhe, immer wieder eingehen in deine Ruhe und dort deine Stimme wahrnehmen, Herr. Danke, Herr, dass du diese Sabbatruhe für uns übrig hast, Herr. Danke, Herr, dass du diesen Raum für uns bereitet hast, wo wir dir begegnen können, Herr, wo wir deine Stimme hören können und wo einfach diese zarten Impulse deines Geistes unser Herz erreichen. Danke, Herr, dass es niemand gibt, den du dazu nicht befähigt hättest. Weil Jesus hat den Weg freigemacht und er hat gesagt, der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm alles, was er tut. Und Jesus, du hast gesagt, du sendest den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Also ist der Heilige Geist da, um uns zu leiten und zu führen. Der Heilige Geist ist da, um zu uns zu sprechen. Wir müssen nur auf ihn eingetunt sein, Herr. Halleluja. Und so bitte ich dich jetzt einfach, für jeden Einzelnen, der sagt, heute Morgen hier, der sagt, ja, das ist wirklich so der Knackpunkt bei mir mit dem Hören der Stimme Gottes. Ich höre ihn irgendwie nicht so, es funktioniert nicht so. Vater, ich bete, dass du heute Morgen diesen Knoten durchschneidest, Herr. Dass du alles, was da an Lügen letztendlich drauf ist, an falschen Denken drauf ist, Herr, dass du es jetzt wegnimmst in Jesu Namen und dass du wirklich das Reden Gottes in uns mit einem inneren Verstärker versiehst, Herr. Nicht von der Lautstärke, Herr, aber von unserem Bewusstsein, Herr. Halleluja. Wer möchte das wirklich? Wer möchte einfach da bewusster werden, einfach im Umgang mit der Stimme Gottes? Okay, steht ihr einfach mal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich bete jetzt für euch in dem Namen Jesus. Und ich setze in euch von heute an dieses Bewusstsein, dieses ständige Bewusstsein, tägliche Bewusstsein frei. Gott will zu mir reden. Ich sag dir, Gott will täglich zu dir reden. Auf jeden Fall. Zu jedem Einzelnen von uns mindestens einmal am Tag. Auf unterschiedliche Weise. Es kann eine Offenbarung sein, die er dir geben will. Einfach vielleicht eine Auslegung zu einem Bibelvers, vielleicht eine Vision, vielleicht eine Handlungsanweisung. Aber Gott will zu dir reden, jeden Tag definitiv.
Und so setze ich euch jetzt frei, im Namen Jesus zu glauben, dass ihr die Zeit habt, euch zu positionieren vor ihm. Dass ihr die Zeit habt, vor ihm zu sein, dass ihr es euch leisten könnt, in seine Ruhe einzugehen und den Frieden Gottes euren Schiedsrichter sein zu lassen und nicht die Hektik und den Stress des Alltags. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass gerade jetzt auch wirklich als ein Zeichen dessen, was du meinst, Herr, dass gerade jetzt von jedem Einzelnen hier in diesem Raum, ja, jeder, der das möchte, du kannst gerne auch dazu aufstehen, dass jetzt wirklich dass jegliche Unruhe von uns abfällt, Herr. Jeglicher Sorgengeist, Herr. Jeglicher Stress, Herr. Alles, was uns irgendwie verzetteln lässt, Herr. Und was uns einfach nicht fixiert sein lässt auf deine Augen und auf deine Stimme, Herr. Danke, dass du es abfallen lässt jetzt von jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr, für Freiheit. Danke für Freiheit. Mhm. Danke für den Freiraum, die Stimme Gottes zu hören. Mhm. Danke, Herr. Danke, dass du deine Kinder liebst. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und du willst uns leiten mit deinen Augen. Ohne Wenn und Aber. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Ja, ja. Hm. Ja, immer, ich sehe, dass in dir gerade jetzt, in dieser nächsten Zeit, wird wirklich nochmal eine andere Dimension, wirklich von einem Strom von Offenbarung freigesetzt werden in deinem Leben, wie du es bisher nicht gekannt hast. Nicht, dass du seine Stimme nicht schon gehört hättest, das definitiv, aber da wird einfach nochmal eine neue Tür geht jetzt auf, wo dieser Strom sich verstärkt in deinem Leben. Und wirklich Offenbarung, Offenbarung, Offenbarung fließt. Klarheit, Klarheit, Klarheit. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mhm. Mhm. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für den Raum der Ruhe, Herr, in dem wir zu Hause sind, Herr. Danke, Herr, dass du uns bestimmt hast, Freunde Gottes zu sein. Oh, Poli, ich sehe dich einfach wirklich so in dieser Freude auch. Das heißt, seine Freude wird vollkommen in uns sein. Und ich sehe dich wirklich auch in dieser Freude, einfach der Freundschaft mit Gott. Das ist eine Freude, die in dein Leben kommt, diese Freude und diese Leichtigkeit in dieser Freundschaft mit Gott. Halleluja, ein Freund Gottes in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns lehrst, Herr, in deiner Liebe zu bleiben, Herr. Das ist auch ein Schlüssel. Weißt du, wenn du aus der Liebe Gottes rauskommst, dann wird automatisch dein Herz für seine Stimme verhärtet. Das ist tatsächlich so. Deswegen sagt Paulus, lass den Tag nicht untergehen über deinem Zorn. Ja, wenn du Ärger hast in deinem Herzen, sei es auf andere Menschen, sei es auf Gott, verstehst du? Diese Dinge musst du loslassen, sonst verhindern sie, dass du die Stimme wahrnehmen kannst. Nicht, weil Gott nicht zu dir reden würde, sondern einfach, weil dein Herz verhärtet ist an dem Punkt, wo du nicht in Liebe bist, wo du nicht in Frieden mit Gott und den Menschen bist. An dem Punkt ist dein Herz verhärtet. Und ja, heute Morgen, ich spüre einfach, dass Gott wirklich auch da bei einigen wirklich rangehen möchte und wirklich da auch Schichten wegnehmen will. Und gerade wenn du spürst einfach, das betrifft mich, da gibt es was ich loslassen muss, dann kannst du es gerade jetzt tun, kannst gerade jetzt sagen, okay, Herr, ich lasse das los, ich lasse das hinter mir, gerade jetzt. Ich vergebe dieser Person, ich lasse diese Person los. Ich lasse auch dich los, Herr, wo ich dich nicht verstanden habe. Und wo ich nicht verstanden habe, warum du was so oder so getan hast und nicht so oder so. Ja, das ist diese Frage, warum führt uns irgendwann in die Sackgasse, weil es auf manche Dinge Antworten erst im Himmel gibt. Es führt uns in die Sackgasse, es führt uns dann irgendwann in den Groll und damit in die Verhärtung mit der Stimme Gottes gegenüber. Aber das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir die Stimme Gottes hören. Damit steht und fällt unsere ganze Beziehung zu Gott. Weil wir können ihm nicht gehorchen, wenn wir nicht seine Stimme hören.
Und gleichzeitig gilt, wenn wir ihm nicht gehorchen, dann können wir nicht seine Freunde sein. Aber wir wollen seine Freunde sein und deswegen wollen wir seine Stimme hören. Aber das Hören seiner Stimme ist nicht ein Krampf, sondern das Hören seiner Stimme ist einfach ein Leben mit ihm, aus ihm, vor ihm, im Frieden, in der Ruhe, in diesem Vertrauen, ja, in diesem stillen Vertrauen. Gott liebt mich und er redet zu mir und er zeigt mir alles, was ich wissen muss. Er zeigt dir alles, was du wissen musst. Halleluja. Und was du nicht wissen musst, zeigt er dir auch nicht. So einfach. Damit kannst du auch wieder vertrauen. Kannst wieder loslassen. Verstehst? Kannst loslassen. Du musst dich nicht verkrampfen. Ja? Du musst ja nicht alles wissen. Halleluja. Er ist Gott. Nicht du. Amen. Ganz neue Erkenntnis. Ja? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Okay, lass uns nochmal alle unsere Hände zum Herrn wirklich heben, zum Schluss. Vater, danke, Herr, dass du gerade jetzt dein Wort in uns versiegelst, Herr, und dass du uns positionierst, Herr, in dieser Freundschaft mit dir. Danke, Herr, dass du uns positionierst für diesen Wandel mit dir, für dieses Hören deiner Stimme, Herr, für dieses Folgen gegenüber deiner Stimme, Herr, für diese Freundschaft mit dir, Herr. Danke, Vater. Mit den Augen leiten. Halleluja. Mit den Augen leitest du uns, Herr. Danke, Jesus. Ja, das ist eine Leichtigkeit. Was ist eine Leichtigkeit? Die Stimme Gottes ist nicht kompliziert. Es ist auch nicht schwer, sie zu hören. Im Gegenteil, die Schwierigkeit besteht darin, dass wir es leichter nehmen müssen, als wir es oft denken. Und dass wir jeden Krampf loslassen müssen. Danke. Danke, Jesus. Du hast die Trennung weggenommen zwischen uns und dem Vater. Und deswegen hören wir seine Stimme. Der Vater hat uns lieb und er zeigt uns alles, was er tut. Danke dafür. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.